Dafür habe ich nicht genug Platz. Benutzen. Könnte der Ausgang sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Jetzt sollte ich höher hinaufkommen. Es war, hier Bestatter zu sein, ist eine Ehre. Ganz toll, mein Mikrofon war noch die ganze Zeit aus. Pranke des Jägers, erhöhte Chance, Feinde mit Nahkampfangriff niederzuschlagen. Sorry, ich habe nicht gesehen, dass mein Mikrofon schon wieder aus ist. Ich hab ja Aufnahmen beenden und Aufnahmen wieder an. Und da denke ich nicht daran zu achten, ob mein Mikrofon an ist. Normalerweise sollte es immer an sein dann. Aber gut, diesmal wohl nicht. Entschuldigung. Also, herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Auf tödliche Obsessionen mit mir von Nöhr Gamblist als Hobby. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Rätsel doch relativ gut hinbekommen habe, auch wenn ich es noch nicht gekannt hatte. Aber, ja gut, man muss einige Rätsel mal gemacht haben in den Spielen und schon weiß man eigentlich größtenteils immer gut Bescheid. Und, ja. Jetzt gehen wir halt wieder raus. Wenn uns nicht noch irgendwelche Gegner entgegenkommen. Und falls im vorherigen Teil ich am Ende auch immer noch keinen Ton von mir hatte, tut es mir auch noch leid. Wo kommt denn das Seil jetzt her? Ist auf jeden Fall nicht von mir. Hui. Aber tolles Rätsel, hat mir gefallen. Sehr schön. Ich mag so Abenteuerrätsel. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Damit können wir natürlich nie überhaupt nichts anfangen. Das lassen wir direkt mal sein. Ach so. Da ist das, okay. Was noch? Eigentlich nichts mehr. Naja, gut, okay. Schnellreise geht immer noch nicht. Aber es macht ja nichts. Wir gehen jetzt wieder zurück. Und wir müssen uns wieder heimlich tun und unsere neumodischen Waffen wegpacken. Und wir haben 64% abgeschlossen jetzt mittlerweile. So, die Frage ist jetzt nur, wo geht es hier wieder raus? Oder werde ich hier drin versauern? Können wir auf dem Weg, wie wir hier reingekommen sind, auch wieder rausgehen? Oder...
Da hoch wahrscheinlich. Okay, den Weg kenne ich noch gar nicht, stimmt. Einmal Jade. Mhm. Okay, wir kommen doch diesen Weg wieder hoch. Dann wächst in mir ja noch die Hoffnung auf jeden Fall, dass wir nochmal zurück können. Hier habe ich schon nachgeguckt. Also ganz zurück, da in, ich sag jetzt mal, in die Kukulkan-Clan-Stadt. Weil ich glaube nämlich, ich habe die Karte vergessen einzusammeln. Und ich hoffe, die gibt es auch wirklich nicht, dass ich dann umsonst wieder zurückgehe. Achso, hier auf der Karte sehe ich leider nichts. So, sehr schön. Ach, guck an, ein Düppchen. So, wir sind auf jeden Fall wieder hier. Das ist schon mal supi. Dann schauen wir doch gerade mal, ob wir hier nochmal zurück können. Ja, die Tür ist noch offen. Sehr schön. Jetzt fragt sich nur noch, ob wir auch wieder hoch zum Marktplatz kommen können. Unurato kann auch, denke ich mal, so noch ein bisschen im Knast rumsitzen. Der passiert, denke ich mal, nicht so schnell etwas. Shit. Okay, hier ist die Tür doch wieder zu. Dann müssen wir wohl irgendwann später im Spielverlauf eine Schnellreise hier zurück machen. Außer auch ohne Kartenfund kriegen wir die 100% hier hin. Weil die Karte wird hier nicht angegeben. Aber zählt vielleicht trotzdem zu den Prozenten. Ich weiß es nicht. Irgendwas noch offen? Nö, ne? Hinrichtung. Achso, das haben, ja, das haben wir doch. Ach, keine Ahnung. Da blicke ich nicht durch. Habe ich jetzt auch keine Zeit, mit da durchzublicken. Oder anfangen, da durchzublicken. Hier haben wir auf jeden Fall Holz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Dann wollen wir mal weiter. Und wir dürfen wieder klettern. Meine Lieblingsbeschäftigung im Spiel. Oh yeah. Scheiße, sie gibt nach. Das war knapp. Doch ein Rückweg jetzt immer noch. Man könnte da schon wieder dran gehen. Interessant. Weil der Rückweg wird irgendwie beschwerlich. Aber zum Glück haben wir das Herausforderungsgrab gefunden gehabt. Okay, ich würde mal sagen, hoch geht's nicht. Aha. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na toll. Irgendwo über links versteckt? Nö. Okay, da müssen wir wohl dran. Entschuldigung, Vögelchen.
Ich würde gerne rein. Da oben ist ja immerhin auch noch ein Monolith. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Guck mal, da könnte man hingehen. Kann man da klettern? Ich glaube, da kann man klettern, oder? Ich meine, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Falls doch nicht, dann sterbe ich, ja? Ich wüsste aber auch nicht, wo es da dann hingehen wird. So. Ach, guck mal an. Eine Forschertasche. Hallo? Geh doch mal runter. Geht doch. Cool. Die hat meine Freundin auch nicht gefunden. Shit. Oder komme ich da noch hin? Ich weiß nicht. Hier auf jeden Fall gibt es nichts Neues. Das ist schon mal sehr gut zu wissen, zu erfahren. Meine Güte, hier gibt's so viel zu finden. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Trotzdem hüpfe ich dagegen. Oh. Ein Wandgemälde. Was haben wir da? Aztekisch. Ein Darschein des Gottes... Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Okay, alles klar. Also irgendwie eigenartig, diese Götter und deren Geschichten. Okay, wir sind bei der Rettungsaktion von Unuratu stehen geblieben. Und bleiben jetzt auch stehen, denn der Teil ist zu Ende. Wir sind bei 22 Minuten. Und ja, nochmal Entschuldigung wegen Mikrofon deaktiviert. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder aktiviert. Ich werde nächste Aufnahme auf jeden Fall drauf achten, dass es wieder an ist von Anfang an. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich meine, der Sound vom Spiel war ja noch da, hat nur... Ich war auch zu sehen, aber mein Gerät halt eben nicht zu hören. Ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so wichtig gewesen, aber okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher und hinterlasst mir einen Daumen oben. Und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen bei mir. Bei Von Lumia Gameplays als Hobby. Und ja. Wie gesagt, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall, viel Spaß noch auf meiner Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.